In den letzten Tagen habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, welche Bücher ich in den letzten Monaten so lesen wollte, es dann aber irgendwie doch nicht geschafft habe. Und was ich mit diesen Büchern jetzt vorhabe, das erfahrt ihr in diesem Video. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video einleiten soll. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich in den letzten, ja, seit letzten Jahr ist immer so ein Jahreszeiten-Sub hatte, sage ich mal. Ich habe letztes Jahr angefangen im Mai mit dem Sommersub und hatte dann Herbstsub und habe mir immer so 6 bis 8 Bücher vorgenommen, die ich innerhalb der Jahreszeit halt lesen wollte. Ich hatte auch Ende letzten Jahres einen Wintersub bis dieses Jahr Februar und dann ein Frühlingssub. Und die beiden haben leider nicht mehr so gut geklappt. Also sowohl den Wintersub als auch den Frühlingssub habe ich halt leider nicht komplett geschafft zu lesen. Deswegen fand ich es irgendwie doof, jetzt einfach einen Sommersub zu machen. Wollte ich zwar erst, aber dann dachte ich, das ist ja doof, wenn du noch nicht mal den Winter- und den Frühlingssub geschafft hast. Wieso sollst du dann jetzt einen Sommersub machen und dann schaffst du die Bücher vielleicht auch wieder nicht? Und das ist ja irgendwie doof. Und dann habe ich auch generell mal so geguckt, was ich denn so für Bücher eigentlich lesen wollte in den letzten Monaten. Sprich seit Anfang des Jahres, was ich so auf meinen Leselisten hatte oder ja, von der Blacklist, wo Clary mir ja regelmäßig Bücher aussucht, was ich da so noch nicht geschafft habe und habe mir stattdessen ja ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar habe ich jetzt so eine Art Semesterferien-Sub geplant. Ich habe ja jetzt von Juli bis Oktober Semesterferien, habe zwar ja Klausuren und Hausarbeiten und auch ein Schulpraktikum in der Zeit, aber ich denke, dass ich ja, trotzdem in der Zeit deutlich mehr zum Lesen kommen werde als jetzt in den letzten Wochen. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich mir doch all die Bücher, die ich in den letzten Monaten unbedingt lesen wollte, aber nicht geschafft habe, einfach mal für diese Zeit vor. Das sind 4 Monate. Ich habe insgesamt 16 Bücher gefunden auf meinen Leselisten, die ich eigentlich mal hatte lesen wollen, die ich dann aus irgendeinem Grund nicht geschafft habe. Und ich denke, 4 Monate, 16 Bücher, das sind so 4 Bücher pro Monat, das könnte klappen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alle schaffen werde, aber wenn ich einen Großteil davon schaffe, ja, wäre ich auch schon glücklich, weil echt super Bücher dabei sind, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe, die ich dann aber auch aus irgendwelchen Gründen halt, aus Zeitgründen oder weil andere Bücher dazwischen gekommen sind, nicht gelesen habe. Und das ärgert mich halt immer total, wenn ich mir Bücher vornehme und es dann nicht schaffe, die zu lesen, weil ich mich ja auf die Bücher auch freue. Ja, und von daher dachte ich, nehme ich mir diese 4 Monate Zeit und versuche so viele von den Büchern, die ich lesen wollte und nicht geschafft habe, halt jetzt zu lesen. Und das wäre super, wenn das klappt. Ja, es sind Bücher dabei, die ich einfach so auf Leselisten drauf hatte, aber halt nicht zu lesen geschafft habe. Es sind Bücher dabei, die von meinem Wintersub sind. Es sind welche vom Frühlingssub, wobei ich sagen muss, dass ich mir beim Wintersub und beim Frühlingssub gar nicht sicher bin, ob ich da jetzt alle mit bei habe, aber ich glaube schon. Es sind Blacklist-Bücher dabei, die Clary mir ausgewählt hat, die ich noch nicht gelesen habe. Und es ist ein Sub-Voting-Buch dabei. Und es sind sogar 2 Rätsel-Exemplare dabei, die aber Gott sei Dank noch nicht allzu alt sind. Also ich habe da schon so ein bisschen das schlechte Gewissen, aber die liegen hier erst, ja, also zumindest noch nicht ganz so lange. Das ist jetzt mega dramatisch schwer. Die würde ich mir auch als erstes vornehmen. Also es sind aus, ja, von verschiedenen Bereichen, sage ich mal, Bücher dazugekommen. Insgesamt 16 Stück und ich hoffe einfach, dass ich es schaffe, diese 16 Bücher innerhalb der nächsten 4 Monate zu lesen. Ja, und ich dachte, ich stelle sie euch alle einmal vor und dann, ja, mal gucken, wie ich mir das in den nächsten Monaten so aufteile. Da es relativ viele Bücher sind, werde ich jetzt nicht zu jedem einzelnen Buch so viel sagen. Einige, ja, kennt ihr sowieso, da brauche ich gar nicht so viele Sachen zu sagen und ja, ich denke, wir legen am besten direkt mal los. Das erste Buch, das ich unbedingt lesen will, ist eins, was ich zu meiner Schande sogar schon angefangen habe zu lesen, wo ich aber irgendwie stecken geblieben bin und es tut mir total leid für dieses Buch. Ich kann auch gar nicht glauben, dass es so weit gekommen ist. Und zwar ist das Origin von Jennifer Armentrout. Das ist ja der 4. und vorletzte Band dieser Reihe und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, jeden Monat einen Band zu lesen, um die Reihe dann halt auch zeitnah zu beenden. Hat nicht so geklappt. Ich habe dieses Buch mal angefangen zu lesen. Ich glaube, es war im Februar. Bin bis Seite 80 gekommen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, dass ich dieses Buch seitdem nicht wieder angerührt habe. Es tut mir auch unfassbar leid, weil ich die anderen 3 Teile wirklich sehr, sehr gerne mochte. Ja, aber irgendwie ist es so gekommen und es liegt hier seitdem angefangen rum und von daher wird dies auch
eins der ersten Bücher auf jeden Fall sein, die ich mir vornehme, weil es irgendwie nicht sein kann, dass ich das immer noch nicht gelesen habe. Das nächste ist ein Buch, für das ihr mal beim Subvoting abgestimmt habt, und zwar Whisper Island, Sturmwarnung. Ich habe das in dem Monat, wo ich es lesen wollte, dann nicht geschafft und seitdem liegt es ungelesen hier rum und ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Hier geht es um Becca, die Gedanken lesen kann, was ihr Vater sehr für sich ausnutzt. Daraufhin flieht sie zu ihrer Mutter, nee, zu der Freundin einer Mutter auf irgendeine abgelegene Insel. Die Freundin ihrer Mutter ist jedoch gestorben und sie erreicht ihre Mutter nicht. Und noch dazu, ja, ist sie total abgeschnitten, Handy funktioniert nicht und irgendwas stimmt auf dieser Insel nicht. Klingt eigentlich richtig cool und total mysteriös und spannend, aber irgendwie habe ich es bisher nicht geschafft, danach zu greifen. Dann das erste Blacklist-Buch, was übrig geblieben ist, und zwar ist es Hyde von Jennifer Rush. Das ist die Fortsetzung von Escape. In Escape geht es um... Anna heißt sie, glaube ich, deren Vater irgendwie Experimente an vier, waren es glaube ich, jugendlichen Jungs vornimmt und sie hilft denen dann irgendwie zu fliehen und findet dabei auch irgendwie noch ja einige Details über ihre eigene Vergangenheit raus, dass ich den ersten Teil gelesen habe, das war glaube ich 2013, das war am Anfang meiner YouTube-Zeit und von daher ist es schon ewig her, hat mir nicht ganz so gut gefallen, nichtsdestotrotz wollte ich der Geschichte nochmal eine Chance geben. Ja, aber dann war es auf der Blacklist und als Clary das für mich ausgewählt hat, habe ich es irgendwie trotzdem nicht gelesen und von daher, ja, wird es jetzt endlich mal Zeit. Dann liegt hier seit, ich glaube, März rum Mein Herz und Deine Krone, hatte ich auf der To-Read-List, habe ich nicht geschafft. Das ist ja so eine Fanfiction von der Geschichte von William und Kate. Ich glaube, mehr zu euch da nicht sagen. Ich glaube, das ging auch so ein bisschen rum, soll aber nicht so gut gewesen sein, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat und glaube ich auch der Grund dafür ist, dass ich es noch nicht gelesen habe. Es ist halt auch relativ dick mit um 700 Seiten rum. Mal schauen, was dabei so rauskommt, wenn ich das dann lese. Wenn ihr mehr wissen wollt, ihr findet wie immer alle Bücher unten in der Infobox. Dann habe ich hier auch einen Thriller liegen und zwar Der Tod so kalt von Luca D'Andrea. Hier geht es irgendwie um... drei Leute, die irgendwie beim Bergsteigen irgendwie verschwunden sind auf mysteriöse Art und Weise oder gestorben sind. Und 30 Jahre später macht sich der Protagonist, wie heißt er denn? Keine Ahnung. Hier steht nur ein Fremder. Ach, Jeremiah. Macht sich halt auf die Suche nach Antworten, was den Bewohnern des Ortes, wo das passiert ist, halt überhaupt nicht gefällt. Dann eine Fortsetzung, wo ich auch absolut nicht glauben kann, dass ich das nicht geschafft habe und was mich total ärgert, weil mich der erste Band so gefesselt hat und ich ihn so geliebt habe. Es war ein absolutes 5-Sterne-Buch. Und zwar habe ich hier Furchtlose Liebe von Alexandra Bracken. Das ist der zweite Teil von Die Überlebenden. Da geht es irgendwie um einen Virus, der, ich glaube, überwiegend Kinder, nee, jetzt muss ich mir überlegen, der auf jeden Fall einen Großteil der Menschen dahin rafft. Aber es gibt eben noch einige, die überleben und diese entwickeln daraufhin aber irgendwelche besonderen Begabungen und dazu gehört auch die Protagonistin Ruby und sie landet daraufhin in einem, ja, in einer Einrichtung für eben solche Jugendliche mit besonderen Talenten und flieht dann. Und ja, es war eine sehr, sehr spannende Geschichte im ersten Teil. Das Ende hat mich total zerstört und ich weiß echt nicht, was mit mir los ist, dass ich dieses Buch auf der Leseliste hatte und es dann nicht gelesen habe. Da ist irgendwas schrecklich schiefgelaufen. Von daher wird es jetzt endlich Zeit. Dann ein Buch, was ich auch schon angelesen habe, bis Seite 27. Ich habe es also wirklich nur angelesen und dann weggelegt und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall habe ich seitdem noch nicht weitergelesen. Das war, glaube ich, auch im März. Und zwar geht es um Unsterblich von Jens Lubadi. Da geht es irgendwie darum, dass man dank Virtual Reality Implantaten verstorbene Menschen zurück ins Leben holen kann, sodass sie halt als perfekte Kopien auf ewig weiterleben. Doch eine dieser Kopien eines Prominenten verschwindet und der Protagonist Benjamin, ja, soll nach ihr suchen und wird dabei in ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel hineingezogen. Klang ganz interessant. Ich muss sagen, der Stil hatte mich auf den ersten Seiten noch nicht so begeistert. Also ich hoffe, dass sich da noch einiges tut, sonst werde ich mir mit dem Buch wahrscheinlich ein bisschen schwer tun. Aber mal sehen, ich lasse mich überraschen und ja, mal schauen. Dann ein Buch, auf das ich auch mega, ja, gespannt bin, weil es was ganz Besonderes ist. Ich glaube, mein Problem mit diesem Buch ist einfach, dass ich mir dafür wirklich total Zeit nehmen will und richtig Ruhe haben will. Ich hatte es mir deshalb zuerst vorgenommen,
Es war auf meinem Wintersub, ich hatte es mir für die Weihnachtszeit vorgenommen, die dann aber, wie das so oft ist, doch stressiger war als erwartet. Und dann im Frühling, in den Semesterferien, habe ich es irgendwie auch nicht gebacken gekriegt und es ärgert mich total. Ich denke mir immer so, ich will mir dafür unbedingt Zeit nehmen und ich habe immer das Gefühl, die Zeit nicht zu haben. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum ich dieses Buch schon so lange vor mir her schiebe. Es geht nämlich um, wo ist das hier? Er ist das Schiff des Theseus von Vorm Strucker. Das ist ja dieses Buch in einem Buch. Also es ist ein Buch, wo dann am Rand so Randnotizen sind von Studenten, die dieses Buch lesen und irgendwie versuchen herauszufinden, wer der Autor ist. Und da liegen Zeitungsartikel und Postkarten und was weiß ich nicht alles drin rum. Und ich wollte dazu auch für euch auf jeden Fall ein Lesetagebuch machen, weil ich glaube, dass das echt so ein besonderes Leseerlebnis sein kann. Allein wegen der Aufmachung. Aber ja, bisher habe ich es wie gesagt nicht geschafft. Ich hoffe, ja, dass ich jetzt in den kommenden Monaten dazu, wie gesagt, die Zeit finde. Weil ich finde es echt schade und ich bin mega neugierig auf dieses Buch. Das nächste Buch ist wieder eine Fortsetzung und ja, ich wollte sie unbedingt im Januar oder Februar, glaube ich, lesen. Und zwar ist das Throne of Glass, Erbin des Feuers. Das ist der dritte Teil der Reihe. Und ich hatte zwischen dem ersten und dem zweiten Teil mega viel Zeit vergehen lassen, was ich total ärgerlich fand, weil ich im zweiten Teil auch nicht ganz so gut wieder in die Geschichte reingekommen bin. Und ich habe mir dann vorgenommen, zwischen dem zweiten und dem dritten Teil soll es nicht so sein. Nichtsdestotrotz habe ich den zweiten, jetzt will ich mal gucken, ob ich den dieses Jahr gelesen. Oder habe ich den, ja, ich schon Ende letzten Jahres gelesen, glaube ich. Ich finde ihn auf meiner Liste auf jeden Fall gerade nicht von Büchern, die ich dieses Jahr gelesen habe. Von daher, ja, habe ich den, glaube ich, im Dezember oder so gelesen und wollte halt sehr, sehr bald den dritten hinterher schieben. Und ja, war auf meinem Wintersub oder Frühlingssub. Habe ich nicht geschafft zu lesen. Es ärgert mich total, aber jetzt gerade bin ich auch wieder total heiß auf die Geschichte, weil ich gerade das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas beendet habe und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und hat mich auch einfach wieder an dieses Talent der Autorin erinnert, sodass ich jetzt natürlich ja wieder total heiß auf dieses Buch bin und ich hoffe, das ja bewirkt, dass ich es auch sehr bald lese. Dann ein weiteres Buch von meiner Blacklist und zwar ist das Fillory, die Zauberer. Auch das hatte Clary für mich ausgewählt im März, April, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte es bei der Buchmesse in Leipzig dabei. Also müsste es März gewesen sein. Hier geht es um eine Zauberschule. Es geht um Quentin, der halt irgendwie immer nur vor sich hin träumt und Bücher liest und so weiter. Und dann landet er plötzlich in der Welt, die er eigentlich halt nur aus seinen Geschichten kennt. Und das Ganze ist eine Zauberschule, beziehungsweise ein Zaubercollege. Und der dort lernt er halt mit Zauberei umzugehen. Doch das Ganze ist anders, als er das aus seinen Geschichten kennt. Halt keine heile Welt, sondern eine sehr düstere Welt voller Bedrohungen. Ich bin da recht neugierig drauf. Nichtsdestotrotz habe ich es bisher nicht geschafft. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Umfang. Das hat halt auch so um die 600 dicht bedruckten Seiten. Die Meinungen dazu spalten sich. Ja, aber ich werde mir einfach mein eigenes Bild machen. Dann habe ich hier, jetzt muss ich mal gucken, einen neunten Teil einer ewig langen Reihe. Und zwar ist es Die Magie der Erinnerung. Das ist der neunte Band der Reihe Das Schwert der Wahrheit um Richard und Kaelin. Dazu gibt es auch eine Serie, die ist euch vielleicht eher ein Begriff als die Bücher, weil so wie ich das mitgekriegt habe, ja, hier auf YouTube zumindest, begegnen mir die Bücher nicht besonders oft, obwohl sie ansonsten eigentlich recht erfolgreich sind. Also es verwirrt mich ein bisschen. Ich habe die Reihe auf jeden Fall vor Ewigkeiten angefangen. Es sind alles sehr, sehr dicke Bücher. Ich liebe die Reihe total. Auch hier war das Problem, ich muss mal gucken, wie viele Seiten hat es. 732, aber die sind halt auch recht eng bedruckt. Und auch hier war das Problem, dass ich einfach Zeit dafür haben wollte und es in Ruhe lesen wollte und ja, irgendwie ein paar Tage frei oder so, weil ich genau wusste, ich brauche da lange für, bis ich das gelesen habe. Ja, und deswegen habe ich es halt auch immer so vor mir hingeschoben, was mir echt leid tut. Das einzig Positive ist, dass ich bei dieser Reihe nicht das Problem haben werde, dass ich da nicht wieder reinkomme. Es ist zwar unfassbar viel passiert in den letzten Bänden, aber ich kann mich an vieles noch sehr gut erinnern, einfach weil das Bücher sind, die bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen haben und die ich total genial fand. Von daher wird das nicht so die Schwierigkeit sein, da wieder reinzukommen. Ja, aber ich hoffe einfach, dass ich es jetzt auch mal schaffe, weiterzulesen, weil die Reihe hat insgesamt, glaube ich, 12 Bände. Und dann gibt es noch ein Spin-off und es war einfach schön, ja, da jetzt endlich mal wieder voranzukommen. Dass ich da den 8. Band gelesen habe, ist, glaube ich, auch schon über 1-2 Jahre her. Also echt eine gefühlte Ewigkeit.
dann von meinem Frühlingssub übrig geblieben ist plötzlich Bentley von Nina McKay. Da geht es um Elena, die ja eine Todesfee ist. Sie sieht über dem Kopf eines jeden Menschen eine Uhr rückwärts laufen und kann halt so wissen, wann derjenige sterben wird. Und dabei gerät sie aber selbst immer wieder in irgendein Schlamassel, weil sie als Bentley halt das Pech anzieht. Und dann wird sie, glaube ich, als Mordverdächtige bringt sie sich irgendwie mit Morden in Verbindung und versucht, den Täter zu finden, um sich selbst, um sich selbst halt ihre Unschuld zu beweisen, so. Und muss dabei mit einem ziemlich unverschämten, gut aussehenden Police Detective zusammenarbeiten. Klingt total interessant, ich war doch mega neugierig, hab's leider nicht geschafft. Habe ich auch schon so, ich habe sehr gute Meinungen gehört, aber auch so eher negative. Ich bin gespannt, wie mir das Buch gefallen wird und ja, freue mich da aber auf jeden Fall drauf. Wir nähern uns dem Ende. 4 Bücher haben wir noch. Auch das nächste war auf meinem Frühlingssub und zwar ist das Siren von Kira Cass. Ist das eigentlich ein Einzelband? Das frage ich mich gerade ernsthaft. Ich habe da noch nichts zu einem zweiten Band gesehen. Es könnte gut sein, dass es ein Einzelband ist. Also der Klappentext klingt für mich auch auf jeden Fall irgendwie nach Einzelband. Naja, auf jeden Fall geht es hier um, wie heißt sie doch gerade? Kaylin, ach, das ist ja passend, hatten wir doch gerade erst. Kaylin ist unsterblich, sie ist eine Sirene und was sie dafür geben musste, ist ihre Stimme. Sie kann nicht sprechen und lebt deshalb stumm unter den Menschen. Doch dann begegnet sie Akinlee, wie auch immer, der sie auch ganz ohne Worte versteht. Und obwohl Kaylins Verstand ihr halt dreht, sich von ihm fernzuhalten, ja, treibt das Schicksal sie immer weiter in seine Arme. Und das Problem mit dem Ganzen ist halt, jeder, der ihre Stimme hört, stirbt. So war das. Nicht, dass sie ihre Stimme verloren hat. Bin ich irgendwie doof? Ich habe nicht richtig gelesen. Ah, nein, sie lebt stumm unter den Menschen, weil wenn sie spricht und derjenige, der ihre Stimme hört, der stirbt dann. Also sie ist freiwillig stumm und nicht mal, wenn sie ihre Stimme geklaut hat. Und das könnte halt zum Problem werden, wenn sie sich auf diesen Akinlee einlässt. Ja, klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ich wollte es vor allem halt auch lesen wegen der Autorin, weil es halt von der Autorin von Selection ist. Und mir das sehr gut gefallen hat. Und ja, ist auch ein Überbleibsel von meinem Frühlingssub, das ich jetzt hoffentlich bald lese. Und dann bleiben wir doch gleich bei der Autorin. Das nächste Buch ist nämlich Selection, die Kronprinzessin. Ich glaube, auch das war auf meinem Frühlingssub. Das ist der 4. Band und ja, mehr oder weniger ein Spin-off. Hier geht es nämlich diesmal um Adlin, die Tochter von Maxon, den wir ja aus den ersten 3 Teilen kennen. Und diesmal ist sie halt diejenige, die dieses Casting abhält. Und es reisen 35 junge Männer an, um halt ihr Herz zu erobern. Doch das Problem ist, Adlin hat darauf überhaupt keinen Bock und sie hat dem Ganzen echt nur zugestimmt, um das Volk zu beruhigen, weil es da halt ja Aufruhen gibt. Und sie glaubt halt sowieso nicht daran, dass sie sich dort wirklich verlieben könnte. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch schon gehört, dass es doch ein bisschen interessanter sein soll als die ersten 3 Bände, dass aber die Protagonistin schwieriger sein soll. Also ich bin mal gespannt, wie ich mit ihr klarkomme und wie mir dieser 4. Band gefällt. Auch das nächste ist eine Fortsetzung und zwar Lockwood & Co., das flammende Phantom. Und auch da kann ich es nicht glauben, dass ich es noch nicht geschafft habe, es zu lesen. Ich habe den 3. Band letztes Jahr im Oktober, glaube ich, gelesen und kurz darauf ist der 4. erschienen. Und ich hatte mir den dann vorbestellt, weil das Ende vom 3. Band so fies war und ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Hatte mir das vorbestellt, direkt auf die Leseliste gepackt und ich habe es nicht geschafft, dieses Buch zu lesen. Das regt mich richtig auf, weil ich es so unbedingt lesen wollte. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dann anderen Büchern, wahrscheinlich wegen Leserunden oder Rätselexemplaren, den Vorrang gegeben und habe es deswegen nicht geschafft. Und ich hatte es mir so fest vorgenommen, es sofort zu lesen. Egal. Ich weiß noch genau, was im 3. passiert ist. Ich weiß noch, wie er geändert hat. Und ich bin immer noch wahnsinnig, wahnsinnig neugierig auf den 4. Teil. Und andererseits ist es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, dass ich es noch nicht gelesen habe, weil der 5. Teil wird eh noch ein bisschen auf sich warten lassen und so ist dann die Wartezeit wenigstens nicht ganz so lang, aber ja, ich hoffe sehr, dass ich mich jetzt demnächst widmen kann.
Und dann wären wir auch schon beim letzten Buch meines Semesterferien-Subs angelangt. Und auch das ist eine Fortsetzung, die ich auf meinem Wintersub hatte. Und zwar ist es City of Fallen Angels, der vierte Teil der Chroniken der Unterwelt. Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen. Teil 3 hatte mich ja richtig geflasht und ich habe ein bisschen Angst, dass Teil 4 mir das ein bisschen zunichte macht, weil er nicht mehr ganz so gut ist, wer weiß. Aber ja, nichtsdestotrotz freue ich mich darauf, wieder in diese Geschichte einzutauchen und zu sehen, wie es weitergeht. Und ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, wirklich nicht sagen. So, das waren sie, alle 16 Bücher. Und der Stapel stapelt sich so hoch auf dem Boden, dass ich hier meinen Arm drauf abstützen kann, beziehungsweise abstützen muss, damit er nicht umfällt. Ja, Wahnsinn. Also ich finde aber 16 Bücher für 6 Monate, die übergeblieben sind, sind gar nicht so viel. Es sind jeden Monat so, jetzt muss ich rechnen, 2-3 Bücher, die übergeblieben sind. Also es ist echt nicht viel. Wobei ich sagen muss, was da eventuell noch hinzukommen wird, je nachdem wie der Juni jetzt lesetechnisch läuft, sind halt Bücher, die jetzt im Juni übrig bleiben. Also ich habe mir überlegt, dass ich die, die ich jetzt nicht schaffe im Juni, die packe ich mit auf diese Liste, in der Hoffnung, dass ich sie dann vielleicht später in den nächsten paar Monaten schaffe. Aber ja, es sind so tolle Bücher dabei und deswegen fand ich die Idee eigentlich richtig gut, so mal zu gucken, was ist in den letzten Monaten übergeblieben. Und das nehme ich mir jetzt einfach vor für die Semesterferien. Das sind 4 Monate. Also es sind 4 Monate, weil ich den Oktober noch komplett dazugenommen habe, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Also im Oktober geht die Uni ja wieder los. Aber ich dachte mir, am Anfang geht es ja doch noch etwas ruhiger zu. Und von daher schaffe ich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und ja, jetzt muss ich mal kurz meinen Stapel auseinander. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie viel ich letztendlich von diesen Büchern zu lesen schaffe. Wenn ihr eins der Bücher oder auch mehrere schon gelesen habt, teilt mir sehr gerne eure Meinung mit. Wenn ihr einen Überblick darüber habt, wie viele Bücher bei euch so liegen geblieben sind, die ihr eigentlich unbedingt lesen wolltet, dürft ihr mir auch das gerne mitteilen. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten, ja, werde ich mir überlegen, wie ich diese Bücher aufteile, welche Bücher ich mir für welchen Monat vornehme und ja, wie genau ich mich dann entschieden habe, seht ihr dann in den jeweiligen Leselisten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand, es war auch mal wieder ein Video mit so ein paar mehr Büchern. Das sind ja doch immer die schönsten, finde ich zum Beispiel, also finde ich zumindest, weil, ja, man sieht viele Bücher und kriegt vielleicht nochmal ein bisschen Inspiration. Ja, und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.